Jo, hallo und herzlich willkommen wieder zurück bei Omerta Cities of Gangsters. Wir sind dabei, hier unseren Joey zu finden. Oder zumindest, wir fangen mal an, ihn zu suchen. Schönes Ding, oder Boss? Und wir haben unsere. Genau, das ist das, was ich meine. Ein Schlagring, okay, Schlagring. Den brauche ich jetzt gerade nicht. Ich bin es, Mario. Mario Tucci. Wenn du meinen kleinen Bruder suchst, ich würde auf dem Schrottplatz nachsehen. Mein jüngerer Bruder Luigi betreibt den Schrottplatz. Joey hängt oft bei ihm rum. Ich würde ihn umbringen, wenn er sich in Schwierigkeiten gebracht hat. Das bedeutet, wir müssen am Schrottplatz schauen. Dann schauen wir am Schrottplatz. Ich werde meine Zeit nicht verschwenden, Boss. Das will ich auch hoffen. Wir werden noch eine Ein Flüsterkneipe wahrer Boss machen. hat keine Angst vor Drecksarbeit. Beziehungsweise machen wir noch Wer hat nach einem Arzt gerufen? ein Boxlokal oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Wir haben es ja jetzt. Ja, Joey ist mein kleiner Bruder. Er hat sich selbst in ernste Schwierigkeiten mit einem Kredit gebracht. Joey hatte die verrückte Idee, das alte King Liquor House zu kaufen. Er hat sich einen Haufen Geld geliehen und für das verdammte Ding bezahlt. Dummer Junge, ich habe ihm immer gesagt, die Cops würden ihn ohne eine Aufhebung der Beschlagnahmung nicht an das Zeug ranlassen. Der Kreditherr hat Joey und hält ihn gegen Lösegeld fest. Ja, wir müssen jetzt eben schauen, dass wir diesen Joey dann befreien. Ja. Und ich glaube, das ist da drin. Nein. Wo sind die dann? Genau so wird's gemacht. Wir werden dann noch Zeit, eine sich die Hände Suppenküche schmutzig zu machen. machen. Und noch ein Wer hat nach einem Arzt Destillerie. gerufen? Dann werden wir die bestechen. Und somit geht's uns schon wieder relativ gut. Ah, da ist er. Arbeit macht mich durstig. Es gibt einen Grund, dass ich der Boss bin. Das kann ich mir auch vorstellen, dass es da einen Grund gibt. Gut, dann werden wir hier den Joy retten. Tausend sauberes Geld, ja, das hätten wir sogar. Ich werde meine Zeit nicht verschwenden, Boss. Schauen wir mal, was da rauskommt. Eine Flüsterkneipe. Schönes Ding, oder Boss? Freund, ich schulde dir was für die Rettung meines kleinen Bruders. Von jetzt an kannst du dich auf die Tucci-Familie verlassen. Klein Princess hat sich auf dieses Stück Papier in reichlichen Schwierigkeiten gebracht. Wir haben die Besitzerkunde für King Liquor, aber wir haben nicht die Verbindungen, um den beschlagnahmten Schnaps da rauszubekommen. Gute Manieren und gute Profite, was legen die Allianz nahe? Urkundlich gehört das King-Licker-Lagerhaus jetzt mir.
Den versteckten Schnaps zu kriegen, wird etwas schwieriger werden. Aber ich habe einen Plan. Rabbi Hobsbawm kann den Schnaps segnen und ihn als Heiligen Geist bezeichnen, was ihn illegal für religiöse Zwecke macht. Auf diese Weise sind wir in der Lage, das Zeug den frommen Männern und Frauen von Atlantic City zu verkaufen. Der Rabbi erwartet einen Beweis meiner Großzügigkeit und meines guten Charakters. Eine Suppenküche zu gründen, sollte ihn überzeugen. Ha, habe ich gerade gemacht. Shalom. Ich sehe, du machst Fortschritte dabei, den Leuten hier in der Gegend zu helfen. Das freut mich. Deshalb werde ich nun dir bei deinen Problemen helfen. Ich habe den Whisky im Lagerhaus gesegnet. Hier ist ein völlig legales Dokument, mit dem du den Schnaps nun zu religiösen Zwecken vertreiben darfst. Masseldorf. Jawohl. Ich habe 400 Einheiten Schnaps bekommen. Mir ist zu Ohren gekommen, dass du deine Finger in einer großen Ladung Schnaps hast, Amico. Ich erwarte meinen Anteil daran. Ich bevorzuge meinen Anteil in sauberem Geld. 5000 sollten reichen. Du fängst am besten sofort damit an, den Alkohol zu verkaufen. Da du nun Neuling bist, höre meinen Rat an. Schnapsjobs sind die schnellste Möglichkeit, Geld zu machen, aber es kann auch nicht schaden, für ein paar Flüsterkneipen zu gründen. Aufgabe, verdiene 5000 sauberes Geld. Denk daran, Geldwäschegeschäfte und Jobs der Geldkategorien zu nutzen. Jo. Wir haben ziemlich viel Schnaps. Und wir haben noch mehr Brauereien. Ich bin in Zeitnot, Freund. Ich brauche eine Menge. Ich habe noch eine Menge Arbeit. Da haben wir schon den ersten Kunden. Sozusagen. Und was dann sicherlich nicht fehlen wird. Du musst das nicht nochmal sagen. Eine weitere Apotheke. Oder irgendetwas, womit man dann das schmutzige Geld in sauberes Geld sozusagen waschen kann. Ich bin ein wenig eingerostet, aber ich mach das. Das mieten wir auch gleich mal an. Wenn du willst, dass es richtig gemacht wird, mach es selbst. Erledigt, Boss. Wir eröffnen... Ich werde meine Zeit nicht verschwenden, wir Boss. Wir verwenden hier eine Pfandleihe und dann machen wir noch... eine Darmpizza. Wer hat nach einem hier. Arzt gerufen? Das dürfte dann eigentlich relativ schnell gehen, dass wir hier dann unser Liebesgeld auf den Kopf hauen. Jeder hat mal Glück im Leben. Boss, wir haben erfahren, dass eine rivalisierende Gang Pläne verfolgt, das King Liquor Lagerhaus auszuplündern. Das wird ihnen eine Lehre sein. Ja, wir werden da, glaube ich, jetzt nicht einknicken. Und wir werden die Schläger überfallen in einem Kampf. Und unsere neue Schusswaffe mal testen. Denn wir haben ja eine Sniper, also ein Scharfschützengewehr sozusagen. Und ja, den Kampf, den gibt's dann. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.